Die Welt um uns herum ist angefüllt mit unerklärlichen Dingen, die seit Bestehen der Menschheit eine Faszination auf uns ausüben. Das folgende Video stellt dir einige Mysterien vor, die die Wissenschaft verzweifeln lässt. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Schädel eines Werwolfs? Als der gebürtige Bulgare Trajce Draganov ein Feld des Dorfes Novo Selo in der Republik Mazedonien pflügte, fand er eine vergrabene Kiste, die mit Ketten verschlossen war. Als er sie öffnete, traute er seinen Augen nicht. Der mumifizierte Schädel, der sich im Inneren befand, soll laut Draganov einem Werwolf gehören. Der Historiker Philipp Ganev hörte von dem Fund und traf sich mit dem Bauern, der ihm seinen Fund präsentierte. Philipp beschreibt den ungewöhnlich geformten Schädel als den eines Wolfes mit dem Unterschied einer vergrößerten Hirnschale. Dieses Merkmal findet sich vor allem bei Primaten. Der Historiker fotografierte den Schädel und legte die Bilder Biologen der Regierung zur Analyse vor. Sie kamen zum Schluss, dass es sich um den Schädel eines Wolfes handelt, der an Morbus Parkinson litt. Bei dieser Krankheit vergrößern sich die Schädelknochen und erscheinen menschlicher. Werwölfe finden in der Folklore des Balkans seit Jahrtausenden immer wieder Erwähnung und es ranken sich viele Legenden um die Herkunft der Werwölfe. In manchen Regionen des Balkans glauben die Menschen, dass die Fähigkeit zur Verwandlung in einen Wolf angeboren ist. In anderen Regionen sind die Menschen der Überzeugung, dass Personen, die eine Todsünde begangen haben, als Werwölfe wiedergeboren werden. In allen Regionen drohte Menschen, die für einen Werwolf gehalten wurden, Exorzismus, Enthauptung und Verbrennung des Körpers. Die Dispilio-Tafel. Unter Archäologen besteht der Konsens, dass die Schrift im Zeitraum von 4000 bis 3000 Jahren vor Christus in Sumeria erfunden wurde. Der Fund der Dispilio-Tafel im Jahr 1993 in einer neolithischen Siedlung im Norden von Griechenland nahe der Stadt Kastoria stellt diese Theorie aber in Frage. Die Siedlung wurde vor 8000 bis 7000 Jahren bewohnt und die dort gefundene Tafel mit unbekannter Schrift wird von der Wissenschaft auf ein Alter von mehr als 5000 Jahren attestiert. Die Holztafel wurde mittels C12-Methode untersucht und auf das Jahr 5260 vor Christus datiert. Die Dispilio-Tafel ist somit über 1000 Jahre älter als alle bisher bekannten Schriften der Sumerer. Im Jahr 2004 wurde der Fund der Öffentlichkeit mitgeteilt und gleichzeitig verkündet, dass der Text nicht einfach entschlüsselt werden kann, ohne die geschichtlichen Zusammenhänge in Betracht zu ziehen. Antike Zivilisationen im Mittleren Osten benutzten Ideogramme, während man im antiken Griechenland Silben nutzte, um sich auszudrücken. Die Tafel ist teilweise beschädigt und dadurch erschwert sich die Entschlüsselung der Schrift zusätzlich. Gegenwärtig befindet sie sich in der Restauration. Chakreshwar-Tempel. Nördlich von Mumbai liegen die Überreste von Nalasopara, das vor 2300 Jahren ein antikes buddhistisches Zentrum in der Region war. Es entstand um den Hafen von Sopara und der Chakreshwar-Tempel befand sich unter den Bauwerken. Zu ihrer Blütezeit war Nalasopara eine Stadt mit Befestigungsanlagen, Häusern, Marktplätzen, Palästen und einem Kloster. Sie wurde von einem Burggraben umschlossen und konnte durch 17 Tore betreten werden. Der Chakreshwar-Tempel war ein etwa 1000 Jahre alter Tempel des Gottes Shiva. Der ursprüngliche Tempel wurde vor langer Zeit zerstört und durch moderne Strukturen ersetzt. Gegenwärtig schmücken verzierte Kacheln die Wände und Böden im Inneren. Auf dem Gelände finden sich viele weitere Skulpturen und Abbildungen der Götter und der Legende nach soll Buddha persönlich Nalasopara besucht haben. Spiegel aus der Eisenzeit. Im Jahr 2007 wurde in der südlich von Oxford gelegenen Stadt Didcot ein Spiegel aus der Eisenzeit gefunden. Bei Untersuchung des Bodens schlug der Metalldetektor an und beförderte den seltenen Fund ans Tageslicht. Der kunstvoll gearbeitete Spiegel ist typisch für England und wird auf die späte Eisenzeit datiert. Insgesamt existieren 58 dieser Spiegel und lediglich 18 davon sind komplett erhalten. Das in der Stadt Didcot gefundene Exemplar stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und besticht durch sein ungewöhnlich schönes Muster auf der Rückseite, das durch einen wahren Meister seines Fachs gefertigt wurde. Spiegel waren in der Eisenzeit regelrechte Prestigeobjekte, die nur wenige Personen in ihrem Besitz hatten.
Es ist ungeklärt, welche Funktionen sie zur Eisenzeit ausübten. In manchen Kulturen werden Spiegel als ein magisches Objekt gesehen, das einen anderen Blickwinkel auf die Umgebung ermöglicht oder als ein Portal in eine andere Welt dient. Experten vermuten, dass Spiegel in der Eisenzeit vor allem von Schamanen und Wahrsagern genutzt wurden. Es ist ausgeschlossen, dass dieser Spiegel als Grabbeigabe diente, da er nicht in der Nähe von Begräbnisstätten gefunden wurde. Bei Untersuchungen fiel Experten die verblüffende Ähnlichkeit zum Paxton-Spiegel auf, der zwischen den Dörfern Paxton und Shillington in Bedfordshire gefunden wurde. Bei dem Fundort handelte es sich um das Grab einer Frau aus der Eisenzeit, das 40 Kilometer von der Fundstelle in Didcot entfernt liegt. Experten sind sich einig, dass die beiden Spiegel am selben Ort hergestellt wurden. Eine metallurgische Untersuchung erhärtete diese Annahme und bestätigt, dass bei der Fertigung beider Spiegel dieselbe Bronze verwendet wurde. Pueblo Bonito. Pueblo Bonito wurde im Jahr 1849 bei einem militärischen Feldzug im US-Bundesstaat New Mexico entdeckt. Die Pueblo-Indianer erbauten und bewohnten Pueblo Bonito, das übersetzt schöne Stadt bedeutet, von 823 bis 1126 nach Christus. Archäologen sehen das monumentale Bauwerk als wichtiges Zentrum in der Region für die umliegenden Gemeinden und sehen in den Ruinen Beweise für den Handel mit Kakao und Keramik zwischen den örtlichen Indianern und den Menschen aus Mittelamerika. Neben der Funktion als Handelszentrum wurde Pueblo Bonito auch zur Administration, Kommunikation und als Begräbnisstätte genutzt. Nur ein kleiner Teil des großen Bauwerks diente als Wohnbereich. Auf einer Fläche von 3 Morgen türmen sich 5 Stockwerke von der Talsohle auf, die über mehr als 600 Räume verfügen. Um die halbrunde Struktur des Gebäudes finden sich 2 Plätze und Alleen, die die Bauten verbinden. Pueblo Bonito ist durch eine präzise ausgerichtete Mauer, die von Nord nach Süd durch den Hauptplatz verläuft, in 2 Areale aufgeteilt. In allen Teilen der Stadt befinden sich kleine Kivas für die Zeremonien der Indianer. Zur Glanzzeit könnte Pueblo Bonito mehrere tausend Einwohner gehabt haben. Experten vermuten, dass die Menschen den Ort zwischen 1100 und 1200 nach Christus wegen einer Dürre verließen. Ishango-Knochen. Beim Ishango-Knochen handelt es sich um den gekrümmten Knochen eines Pavians von 10 cm Länge. Er wurde im Jahr 1950 vom belgischen Geologen Jean de Heinzelin de Bracou im ehemaligen Belgisch-Kongo und der heutigen Demokratischen Republik Kongo am Nordufer des Eduardsees gefunden. Auf dem Knochen finden sich Kerben, die in 3 Spalten zu mehreren Gruppen angeordnet sind und an seinem schmaleren Ende ein Quarz. Es ist ungeklärt, welchen Zweck der Ishango-Knochen erfüllt hat. Eine Theorie sieht in dem Knochen einen Rechenstab und eine andere spricht von einer Kalenderfunktion. Gegenwärtig befindet sich das Objekt, dessen Alter auf 20.000 Jahre geschätzt wird, im Museum für Naturwissenschaften in Brüssel. Geheimnisvolle geflügelte Struktur. Archäologen förderten im Osten von England nahe der antiken Stadt Venta Incinorum eine geflügelte Struktur ans Tageslicht. Der Fund wird der Römerzeit zugeordnet und soll vor ca. 1800 Jahren erbaut worden sein. Experten gaben an, dass die Flügelform der Struktur unter allen Bauten des Römischen Reiches einzigartig ist. Das Bauwerk scheint zu einem Gebäudekomplex zu gehören, wie Aufnahmen aus der Luft beweisen. Im Norden des Komplexes sowie im Nordosten und im Nordwesten befinden sich weitere Strukturen. Das Fundament der Flügel besteht aus einer dünnen Schicht Lehm und Kalk. Das legt den Schluss nahe, dass die Struktur über Holzwände verfügte, die mit Lehm verputzt wurden. Lediglich der zentrale Raum wurde aus Stein gebaut. Forscher vermuten, dass die Struktur durch ihre Bauweise nicht für eine langjährige Nutzung vorgesehen war. Denisova-Menschen. Während die meisten Menschen den Begriff Neandertaler kennen, ist ihnen der Denisova-Mensch unbekannt. Beide gehören zur Gattung Homo und stehen dem Homo sapiens genannten modernen Menschen nahe. Die ersten Beweise für die Existenz des Denisova-Menschen wurden im Jahr 2010 in einer Höhle in Sibirien gefunden. Die Wissenschaftler gehen von einem Ausbreitungsgebiet unserer Vorfahren von Sibirien bis nach Südostasien während der letzten Eiszeit aus. Der moderne Mensch teilt sich mit dem Neandertaler und den Denisova-Menschen den gemeinsamen Vorfahren namens Homo heidelbergensis, der seinen Ursprung in Afrika hat. Vor 300.000 bis 400.000 Jahren verließ eine Gruppe der Homo heidelbergensis ihre Heimat Afrika und zog nach Norden. In Eurasien angekommen, teilte sich die Gruppe auf. Einige zogen nach Westen und entwickelten sich zu Neandertalern und die Menschen, die nach Osten gezogen waren, bildeten den Grundstein für die Entwicklung der Denisova-Menschen. Riesen im Death Valley.
Im Jahr 1947 ging der Fund einer Gruppe von Hobbyarchäologen durch die Presse. Im Mittelpunkt stand die Entdeckung menschlicher Überreste mit einer Körpergröße von 2,7 Metern. Der Sprecher der Expedition sagte, dass es sich bei der Entdeckung in den Höhlen des kalifornischen Death Valley um die Bewohner des verlorenen Kontinents Atlantis handeln könnte. In den 32 Höhlen, die über eine Fläche von 180 Quadratmeilen verteilt sind, fanden sich die mumifizierten Überreste von Menschen, Dinosauriern und Tigern. Die Echtheit des Fundes wird von Archäologen angezweifelt, da zwischen der Existenz von Dinosauriern und Tigern auf der Erde mehrere Millionen Jahre liegen. Mythologische Waffen? Kann es sich bei der im Tal von Kathmandu in Nepal gefundenen Vajira um eine mysteriöse Waffe handeln, die Blitze verschießen kann? Manche Theorien gehen davon aus, dass sie von unglaublicher Zerstörungskraft ist und für den Kollaps von vielen technologisch fortgeschrittenen Zivilisationen in der Vergangenheit verantwortlich ist. Diese mythologische Waffe soll nicht nur zur Zerstörung eingesetzt worden sein, sondern sie ist auch ein Symbol der Fruchtbarkeit. Beispielsweise soll sich mit ihr Regen beschwören und dadurch die Ernte sichern lassen. Wer sich manche Buddha-Statuen genau anschaut, kann die Vajira in seiner Hand erkennen. Vajira kommt aus der Sprache Sanskrit und lässt sich aufgrund seiner zahlreichen Bedeutungen nicht eindeutig übersetzen. Vajira steht für eine unzerstörbare Substanz, die gewöhnlich von einem Diamanten symbolisiert wird. Wir hoffen, dass dich unser Video unterhalten hat. Wenn dir unser Kanal gefällt, würden wir uns über ein Abo sehr freuen. Deine Meinung zu dem Thema kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns, von dir zu hören.